In diesem Video möchte ich dir eine sehr potente Kombination vorstellen für die Leber, die es so noch nicht gibt und absolut auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt wurde. Doch zunächst, was macht die Leber eigentlich bei uns im Körper und wieso ist sie so wertvoll? Das Gewebe der Leber besteht aus vielen kleinen Läppchen, die aus Leberzellen aufgebaut sind. Zwischen den Leberzellen befinden sich zahlreiche Gefäße, in denen Blut und Gallenflüssigkeit fließen. Über die Pfortader, die das Blut aus den Verdauungsorganen sammelt, gelangen Nährstoffe, Medikamente und auch Gifte in die Leber. Hier werden die Substanzen verarbeitet, gespeichert, umgebaut, entgiftet, an das Blut abgegeben oder über den Darm ausgeschieden. Die Leber kann auf diesem Wege zum Beispiel Blut von Alkohol entgiften und Medikamente, Abbauprodukte entsorgen, natürlich mit Hilfe von Glutathion. Außerdem stellt die Leber mit Hilfe von Vitamin K Eiweiße her, die für die Blutgerinnung wichtig sind. Sie ist auch eines der Organe, die alte oder beschädigte Blutzellen abbauen kann. Die Leber spielt bei allen Stoffwechselprozessen eine zentrale Rolle. Beim Fettstoffwechsel bauen die Leberzellen Fette ab und erneuern damit Energie. Die Hauptenergiequelle ist die Fettoxidation für die Leber. Auch wenn sie mit Kohlenhydraten hantiert, nutzt sie diese aber selbst nicht. Außerdem produziert sie pro Tag 800 bis 1000 Milliliter, also 1 Liter, Galle. Die Galle hilft dabei, Fette zu spalten und aufzunehmen natürlich für uns. Denn Fette sind essentiell, gerade Omega-3-Fettsäuren. Beim Kohlenhydratstoffwechsel sorgt unter anderem die Leber dafür, dass der Zuckerspiegel, die Blutglucose, im Blut konstant bleibt. Steigt der Blutzuckerspiegel im Blut, beispielsweise nach einer Mahlzeit, nimmt die Leber den Zucker über die Pfortader auf und speichert ihn als Glykogen. Das ist der Speicherstoff von Zucker. Auch beim Eiweißstoffwechsel ist die Leber wichtig. Die Leberzellen wandeln Aminosäuren aus der Nahrung so um, dass aus ihnen Energie gewonnen werden kann und dass aus ihnen Kohlenhydrate oder Fette hergestellt werden können. Dabei entsteht giftiges Ammoniak. Dies bauen die Leberzellen zu den viel ungiftigeren Harnstoff um und geben ihn an das Blut ab. Der Harnstoff gelangt zur Niere und wird mit dem Urin ausgeschieden. Daher ist es so wichtig, dass man diese gut pflegt, denn bei einem Leberversagen gibt es kaum noch Hoffnung für den Menschen. Bei einem Nierenversagen gibt es immer noch die Dialyse. Oder beim Lungenversagen wird intubiert. Bei einem Leberversagen gibt es leider keine Möglichkeit mehr. Wenn dir die Infos bis hierhin gefallen haben und du was mitnehmen konntest und lernen konntest, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da für meine Arbeit. Kommen wir nun zum ersten Stoff in dieser Kombination. Dieser heißt Silimarin. Sicher eines der bekanntesten, wenn es um das Thema Leber geht. Dies ist ein sekundärer Pflanzenstoff, genauer ein Flavonoid, welches aus der Mariendistel gewonnen wird und selbst als Arzneistoff bei Lebererkrankungen verschrieben wird. In diesem Produkt soll Silimarin die Leber schützen, entgiften und allgemein für die Lebergesundheit gut sein. Seht ihr hier. Wenn es keine Wirkung hätte, hätte es auch als Medikament nur sehr schwer eine Zulassung bekommen. In einer randomisierten, placebo-kontrollierten Studie mit 100 Teilnehmern, die eine nicht-alkoholische Fettleber hatten, die übrigens zu Schäden und Vernarbungen führt, wurde Folgendes über 18 Monate bei den Menschen beobachtet, die Silimarin bekamen oder die das Placebo bekamen. Wir betrachten uns zunächst, dass alle anderen Marker wie Alter, Blutzucker, Fettwerte, BMI sich nicht statistisch signifikant unterschieden in den vergleichenden Gruppen in der Studie. Damit diese Gruppen gut vergleichbar waren und andere Parameter ausgeschlossen werden konnten, die das Ergebnis verfälschen würden. Jetzt schauen wir uns die Leberwerte an, AST, Aspartat-Aminotransferase und ALT, Alanin-Aminotransferase. Diese beiden Enzyme, genau genommen Leberenzyme, finden sich vor allem in den Leberzellen. Sind diese Leberzellen beschädigt, findet man jene auch im Blut und die Leberwerte sind so erhöht. Man sieht hier eindrücklich, dass nur in der Silimarin-Gruppe die Leberwerte in einem statistisch signifikanten Maße zurückgegangen sind, nicht in der Placebo-Gruppe.
Den enormen Rückgang seht ihr hier auch nochmal visuell nach Monaten dargestellt. Das heißt, weniger Schäden an der Leberzelle, wirklich sehr gut, weiter geht's. Eine Meta-Analyse aus randomisierten Studien mit knapp 1200 Probanden über 4 Wochen zeigte Folgendes. Eine prophylaktische Therapie mit Silimarin trug zu einem deutlich verringerten Risiko der Entwicklung einer durch Tuberkulose Medikamente induzierten Leberschädigung bei und das innerhalb von 4 Wochen nach Beginn der Behandlung. Darüber hinaus verbesserte Silimarin signifikant die Leberfunktion bei Patienten, die Antituberkulose-Medikamente erhielten. Einfach klasse, finde ich das. Dann gab es noch eine aktuellere Meta-Analyse aus dem Jahre 2021. Silimarin scheint bei der Senkung der Transaminase-Werte bei Personen mit einer nicht-alkoholischen Fettleber wirksam zu sein. Trotz der statistischen Vorteile weisen wir darauf hin, dass es mögliche Mängel im Zusammenhang mit der Qualität der Studien geben könnte. Daher fordern hier auch die Wissenschaftler immer weitere Studien, um die Ergebnisse weiter zu festigen. Nur leider ist die Prävention nicht so der Fokus der Unternehmen, die mit Gesundheit Geld verdienen. Unterm Strich aber sehr, sehr vielversprechend meines Erachtens in den Marien. Ein weiterer Stoff in der Kombination ist ebenfalls unglaublich vielversprechend, und zwar Artischocke. Zum Essen leider katastrophal, da man ca. 98% der Frucht entsorgen kann. Daher gibt es Extrakte. Zunächst schauen wir uns diese aktuelle Studie aus dem letzten Jahr an, die doppelblind randomisiert placebo-kontrolliert war. Mit 100 Teilnehmern, das heißt, die Teilnehmer wurden zufällig auf 2 Gruppen aufgeteilt. Und sie wussten nicht, ob sie Artischockenextrakt bekamen oder ein Placebo. Diese Menschen hatten eine nicht-alkoholische Fettleber. Die Ergebnisse nach 8 Wochen Einnahme von 600 Milligramm des Extraktes sind schon wirklich, wirklich erstaunlich. Fangen wir oben an. Alles grün hat sich statistisch signifikant verändert zu der Placebo-Gruppe. Bilirubin ist das Abbauprodukt der roten Blutkörperchen, die sauerstofftransportierenden Zellen, auch Erythrozyten genannt. Diese werden in der Leber abgebaut. Je weniger davon da sind, desto schneller arbeitet die Leber. Diese sind statistisch signifikant gesunken, daher flotterer Abbau von alten Blutzellen. Und auch unsere beiden bekannten Enzyme AST und ALT von vorhin, die auf Leberschädigung hindeuten, sind statistisch signifikant gesunken in der Artischockengruppe. Auch die ganzen Blutfette sind gesunken. Was mich aber hier am meisten beeindruckt hat, ist, dass die Lebergröße stark abgenommen hat. Das ist immer ein gutes Zeichen, da sie mit weniger Fläche die gleiche Leistung bringen kann, sowie der Durchmesser der Pfortader. Und das Beste noch, die Fließgeschwindigkeit in den Lebervenen hat sich stark verbessert. Dann spielt Molybden eine wichtige Rolle. Das ist der nächste Stoff. Und zwar in der Lebergesundheit. Denn Kupfer ist zu 95% bei uns im Körper an Ceruloplasmin gebunden. Dieses Enzym spielt eine wichtige Rolle im Eisenstoffwechsel. Genau zum Freiwerden von Eisen aus dem Eisenspeicher, dem Ferritin. Das restliche freie Kupfer kann Probleme und oxidativen Stress im Gewebe verursachen, gerade in der Leber. Molybden hat die Fähigkeit, überschüssiges Kupfer zu binden und so zu verhindern, dass es zu Schäden im Körper und gerade in der Leber kommt. Daher sollte ein guter Leberkomplex auch immer Molybden beinhalten zur Prävention, meiner Meinung. Denn was ebenfalls nicht fehlen darf, ist Betain. Ein Stoff, der Methylgruppen im Körper liefert. So sehen die aus. Die wichtig sind bei der Synthese von Kreatin, Carnitin, Lecithin im Körper. Also für die Fettverbrennung, für die Muskeln das Kreatin und für die Zellmembranen das Lecithin. Eine interessante Studie mit knapp 50 Teilnehmern zum Thema nicht-alkoholischer Fettleber zeigte absolut Erstaunliches. Schaut man sich die Betain-Konzentration an bei den Probanden, dann sieht man, dass ein suffizient hoher Betain-Spiegel statistisch signifikant mit Besserung einhergeht, bezogen auf Ballooning Degeneration,
Das bedeutet eine Abnahme durch Betain der sterbenden Parenchymzellen der Leber. Oder Entzündungen in der Leber, die statistisch signifikant abnahmen. Oder Fibrosen, also Vernarbungen in der Leber, die statistisch signifikant abnahmen. Oder der allgemeine nicht-alkoholische Leber-Score nahm statistisch signifikant ab bei suffizient viel Betain. Zum Schluss noch. Taurin ist wichtig für den Energiestoffwechsel im Körper. Vor allem im Muskel, wie dem Herzen und in der Leber. Bei Leberschäden ist dieser Energiestoffwechsel in der Leber beeinträchtigt. Dort sinkt auch der Tauringehalt in der Leber, was wieder dazu führt, dass der Energiestoffwechsel der Leber und damit auch die Funktion weiter absinken kann. Wichtig, eine kranke Leber hat in der Regel immer zu wenig Taurin. Ohne Taurin kann die Leber das wichtigste Produkt nicht ausreichend bilden, wovon sie 1 Liter am Tag herstellt, die Gallenflüssigkeit. Und damit spielt es eine entscheidende Rolle bei der Funktion der Leber und der Fettabsorption, denn die Galle senkt die Oberflächenspannung, damit Fette aufgenommen werden können. Durch Enzyme. Fette sind essentiell für den Körper, das heißt lebensnotwendig. Daher ist ein suffizient guter Taurinspiegel wichtig, aber auch nicht zu hoch, da es sonst als Stimulanz wirken kann. Tierstudien zeigen hier auch lange Ergebnisse, dass Taurin vor Leberschäden schützt, wo aber leider noch die Studien beim Menschen fehlen, da anscheinend dort kein Interesse besteht. Vielleicht ist der Stoff einfach zu günstig im Einkauf. Diese Stoffe und noch viele weitere, die ihr euch ab jetzt selbst mal ansehen könnt, findet ihr in diesem kombinierten Produkt, was ich euch mal nach unten gepackt habe und in die Videobeschreibung verlinkt habe. Was sich definitiv lohnt, mal anzusehen, denn sowas gab es sicherlich in dieser Kombination noch gar nicht und vor allem noch weitere Stoffe, die in diesem Produkt drin sind, haben es wirklich in sich. Schaut euch das gerne mal an. Ich packe es euch nach unten. Bis zum nächsten Video. Ich sag ciao.